Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Woche The Universum. Ich bin gespannt, was wir jetzt diese Woche noch so rausfinden, erleben werden. Weiß was ich was. So, auf jeden Fall. Die Ingenieure so. Oh, die werden gebaut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt nämlich, dann brauche ich hier nicht immer meine Schöpferpunkte opfern. Das war ja mein Plan. Oh, auch sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann brauche ich nämlich nicht immer meine Schöpferpunkte zu opfern für die kaputten Gebäude. Sondern dann macht er das alles von alleine. Dann vielleicht nochmal ein, zwei Gebäude außerhalb der Reichweite. Da kann ich auch nichts dafür, dass sie da so weit außerhalb bauen. Was ist das? Ingenieure. Ah, guck an. Wir machen auch nochmal einen zweiten damit rein. Sehr gut, sehr gut. So, was ist das? Der ist krank. Einmal verjüngen also. Verjüngen. Super. So, und dann bauen die das nämlich selber wieder, ne? Das war doch das, glaube ich, ne? Oder nicht? Warte mal, Ingenieure. Ich hoffe, das war das richtige Gebäude, was ich gebaut hatte. Glasfabrik. Erschafft, vor allem da steht Glas. Weiß ich nicht. Erschafft Glas aus Gas. Es ist ein Fenster der Zukunft. Ist natürlich auch interessant, ne? Das Problem ist nur, wir haben kein richtiges Industriegebiet. Ich habe natürlich jetzt einfach random gebaut. Das ist gar nicht mal so schlau gewesen. Aber ich würde das eventuell... Wieso ist da eine... Wer hat denn dort ein Wasserreservoir hingebaut? Wir brauchen auf jeden Fall ein Industriegebiet. So viel steht fest. Ich überlege, ob wir das tatsächlich hier hin machen sollen. Was war das hier noch gleich? Das Gasbergwerk. Weißt du was, das machen wir hier hin. Dann ist hier hinten nämlich so ein bisschen das Industriegebiet. Ist okay. Ist auch, im Industriegebiet ist ja immer recht viel, ach ja, und hier hinten beginnt auch die Wüste. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Im Industriegebiet sind ja auch immer, ist hohe Kriminalität. Und die möchte ich nicht unbedingt hier in der Nähe meines Wohngebietes haben. Ist schon schlimm genug, dass wir hinten das Eisenbergwerk haben. Auch da können wir nichts gegen tun. Leider haben wir nur dort hinten das Eisenvorkommen. So. Arbeiten die Ingenieure gar nicht? Okay, das ist alles noch drin. Das hier hinten ist noch nicht mehr mit drin. Verjüngen. Wohnen wird im Moment nur von einem Stückchen Schnur und einem Kaugummi zusammengehalten. Okay, und hier hinten noch. Komm, ich repariere das noch einmal. Aber dann müsst ihr für euch selber sorgen. Ja, das ist nicht das gewesen, was ich... War das das hier? Da. Genau. Und dann haben wir nämlich auch so weit nichts mehr. Wieso sehen die Bäume hier so komisch aus? Achso, ich wollte einmal nachgucken, ob die Ingenieure auch wirklich die waren, für die ich sie halte. Nein, Wo ist denn das Gebäude von den Ingenieuren? Verser Krankenhaus? Da sowieso nicht, das macht keinen Sinn. Wo ist denn das infizierte Gebiet? Ach, da hinten. Ja, aber das ist mir ja eigentlich egal. Ach, weil die hier hinten den Wachturm haben, ne?
Deswegen. Okay. Das ist jetzt also auch unser Gebiet. Wir, ja. Guck dir das mal an. Ich will da nur mal ganz kurz was tun. Hups, was war denn das? Oh, das war ja... Guck mal hier, die breiten sich ganz schön aus hier. Warte mal, das kann ich auch. Warum geht das nicht? Das ist noch geschützt? Ernsthaft? Da guckt auch leider kein anderes Haus raus. Ich hätte das andere Haus mal unter Feuer setzen sollen. Oder kann ich nicht irgendwie das zerstören? Handel. Ich will ja nicht positiv mit denen auseinandergehen. Das hört sich jetzt doof an, aber ich will sie ja vernichten. Was ist das hier? Gasbergwerk. Ach, das ist unser Gasbergwerk. Dann müssten wir theoretisch aber auch die Steinraffinerie... Weißt du was, die machen wir nämlich auch mal weg, die Steinraffinerie. Und dann mache ich die Holzraffinerie auch weg. Ja. So, auch Bergen. Natürlich. Holz- und Steinraffinerie mache ich dann auch einmal hier hinten in unser neues Industriegebiet. Das ist wieder dieser komische Baum. Mysteriöser Wanderbaum. Ich traue dem immer noch nicht. Holzraffinerie. So. Und Steinraffinerie. Machen wir einmal hier auch irgendwo hin. So. Sehr schön. Ja, wir besiedeln uns einfach hier auf dem gesamten Planeten. Wir waren ja schließlich die Ersten. Nuggets sind infiziert. Ja, ich weiß gar nicht warum. Warte mal, da gab es irgendwo ein infiziertes Gebiet, ne? Hier. Glaube ich. Doch nicht. So, die machen mir natürlich auch so ein bisschen Angst, ne? Hier, die hier. Ach, guck mal, was ist denn das? Das sind die gefährlichen, oder was? Handsome Kack. Okay. Oh, ich weiß nicht, was ich von denen halten soll, wenn ich ehrlich bin. Also begeistert bin ich von denen auch nicht sonderlich, ne? Aber die lassen wir erstmal in Ruhe. Ist schon schlimm genug, dass wir uns hier mit den anderen angelegt haben. Mit Yukumo. Mit dem Verteidigungsturm. Das ist immer noch witzig, ne? Vielleicht sollten wir hier auch einmal was zu trinken hinstellen. Reservoir. Da vorne ist... Oh, hier könnten wir auch noch eine Wasserpumpe hinstellen. Ja, warum auch nicht? So. Breiten wir uns schön aus. In deren Gebiet. Ja, ja, mach mal. Wir sind eh schon verfeindet hier. Lager steht kurz vor dem Einsturz, ja. Was ist das? Aber Strukturen aus der Steinzeit. Ah, okay. Eine Wasserpumpe bauen wir hier noch her, ne? Ja, ja. Ich weiß, was mir blüht. Oder ich weiß eigentlich nicht, was mir blüht, aber... Oder was uns blüht. Theoretisch muss das doch hier von dem Ingenieur repariert werden. So, warte mal. Ingenieur, die habe ich jetzt bis heute nicht gefunden, ne? Gasbergwerk, Tierhof, Bauern. Moment mal, wir können Bauernhof bauen. Warte mal. Ach nee, wir haben schon Bauernhof gebaut, ne? Der ist aber abgerissen worden. So war das.
Erhöht die Zufriedenheit. Okay. Also könnten wir das ja auch hier hinten irgendwie bauen, ne? Grasland. Ich mach, glaube ich, mal zwei davon, oder? So, ein Bauernhof. Und... ein zweiter Bauernhof. Super. Ja, wo ist denn das infizierte Gebiet? Da, warte mal. Telekinese. No. Doch, 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 doch. So. Der fällt doch nicht jetzt wieder auf die Erde, oder? Oder hips. Ja gut, ich weiß nicht, wo er hin ist. Aber das infizierte Gebiet ist hoffentlich jetzt... Da ist noch ein infiziertes Gebiet. Das ist ganz und gar nicht gut. Oder war der das wieder? Das ist der wieder, ne? Ich will den doch einfach nur ins Weltall schleudern. Wieso geht denn das nicht? Toll, mitten auf dem Weg, ne? Ich überlege gerade, gehört das zu uns? Ich glaube ja. So, ich bringe die dann mal auf den Friedhof. So. Infiziertes Gebiet. Haben wir noch ein infiziertes Gebiet? Nein, zum Glück. So. Jetzt haben wir hier natürlich... Ach, jetzt haben wir hier einen Weg, ne? Okay. Wir sind auch echt frech. Kackendreist würde ich das nennen. Ja, was haben wir denn noch so? Wasserpumpe. Ja. Achso, und wir müssen unbedingt noch das Dings freischalten. Warte mal, wo ist denn das? Gasfabrik, Konservenerie. Verteidigungsturm, Jagdhütte, Vorhersageturm, Krankenhaus. Nee, hier ist es auch nicht bei. Ich auch nicht. Expeditionslager. So. Geschafft. Platzieren Sie das Expeditionslager im unterirdischen Durchgang. Na, dann sind wir ja mal gespannt, was dann passiert. Die Ressourcen haben wir ja auf jeden Fall alle. Aber ich meine, ich mit der anderen Zivilisation, ne? Ich habe keine Lust, mich erpressen zu lassen. Sondern ich würde das schon ganz nett finden, wenn man zusammenarbeitet. Die anderen haben uns noch nicht erpresst. Gut, ich habe mich ja von vornherein nicht sonderlich beliebt bei der Zivilisation gemacht. Aber die anderen haben uns auf jeden Fall noch nicht erpresst. Und das ist, ja, auch nicht sonderlich gut, ne? Verteidigungsturm ist eingestürzt. Hey, Moment mal. Warte mal, 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 warte mal. Mist, ich habe kein Dings mehr. Jetzt greifen die uns an, ne? Was kostet das? 25 Punkte. Achtung! Wir werden angegriffen. Yukumo überfällt das Dorf. Beschütze deine Zivilisation. Was kostet Feuer? 50. Oh nein, das ist nicht gut. Warte mal, ich könnte theoretisch ja auch Telekinese.
gut. Also das würden die auf jeden Fall nicht überleben, denke ich mal. Wie hast du das denn überlebt? Wie zur Hölle habt ihr das überlebt? Das kann nicht sein. Wir werden angegriffen. Ja, ich weiß es leider. Sind die anderen wieder auf dem Weg? Nee. Gut, also ich würde vielleicht ganz gerne wieder. Das ist vielleicht eine ganz gute... Hey, wo wollt ihr denn hin? Wieso teilt ihr euch auf? Was soll denn das? Nuggets sind gestorben. Ich weiß es leider. Genug Nuggets sind leider gestorben. Das ist gar nicht gut. Wo sind denn jetzt hier unsere Angreifer? Nuggets sind gestorben. Da. Die sind zu viert. Wir brauchen irgendwie Verteidigungstürme. Warte mal. Verteidigungsturm. Zack. Verteidigungsturm. Oh ja, hier auch auf jeden Fall. Zack. Wir brauchen noch einen Verteidigungsturm. Das ist nicht gut. Das ist ganz gar nicht gut. So. Hier auch auf jeden Fall. Zack. Wir brauchen noch einen Verteidigungsturm. So, hier in der Innenstadt auf jeden Fall noch. Hey! Lässt du meine Steinraffinerie bitte in Ruhe? Ich brauche Telekinese. Oh, warte mal. Ich könnte doch bestimmt den einen nehmen. Dann kann ich dadurch vielleicht sogar... Wo ist denn unsere... Da. Dadurch gibt es auch Schöpferpunkte. Ach, praktisch. Warte mal. Da. Wo ist denn jetzt der letzte Typ? Vorletzte Typ. Ja, im Moment sind wir nicht sonderlich gerne gesehen. Beziehungsweise, ich glaube, im Moment halten die nicht sonderlich gerne was von uns. Okay. Sehr schön. Puh. So. So, ich glaube, jetzt können wir das alles wieder anfangen, ne? Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin. So, wo war unser Verteidigungsturm? Da. Die müssen wir natürlich wieder aufbauen. Jetzt haben wir 180. Ach ja. Infiziertes Gebiet. Ja. Friedhof wäre gar nicht so verkehrt.
Nee, das ist der Bauernhof. Wo ist der Friedhof? Da. Einmal verjüngen. So, Bauernhof. Landwirt ist hier nicht verfügbar. Warum nicht? Mach mal Teufelskraut. Warum? Anzahl der Planeten entdeckte Nutzpflanzen. Und warum? Okay. Vielleicht waren wir im. Aber wir haben ja nicht im Waldgebiet gebaut, wir haben ja im Wohngebiet, im Grasland gebaut, oder nicht? Okay. Weiß ich auch gerade nicht. So, der Verteidigungsturm hier, das ist äußerst wichtig, merke ich. Wenn man sich mit einer anderen Zivilisation anlegt, dann sollte man genügend Verteidigungstürme bauen. Vielleicht sollten wir hier auch noch einen zweiten hinbauen. Einfach nur so. Nochmal, da war gerade irgendwas. Tiefpumpe fördert Öl aus dem Boden und deine Industrie läuft wie geschmiert. Ja, warte mal. Wir gucken mal hier in unserer anderen. In unserem Industriegebiet. Ja, guck mal. Das sieht ganz gut aus. Wir bräuchten hier vielleicht auch nochmal einen Ingenieur. Der das alles dann am Laufen hält. Also hier bräuchten wir vielleicht auch nochmal einen zweiten Verteidigungsturm, weil die Industrie hier ist relativ angreifbar und sehr wichtig. Aber wir bräuchten hier auch nochmal einen Ingenieur. Nein. Vielleicht auch nochmal ein Lagerhaus, ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Eins hier in der Nähe zu haben. Ich mach das, glaube ich, hier hin. So. Und einen Ingenieur. Nein, nein. Schule, Friedhof auch nicht. Dass ich das alles immer so suchen muss. Eisenbergwerk, Bauernhof, Lagerhaus, Angelsteg, Restaurant. Bunker, Verteidigungsturm, Jagdhütte, Vorhersage. Feuerwache. Oh ja, die macht hier auf jeden Fall als erstes Sinn. Also wenn ich so an Anno denke, auf jeden Fall. Aber auch natürlich in der Innenstadt. Machen wir so. Da. Würde ich vielleicht ganz gerne hier so hinbauen. Hier hin. Geht nicht. Dann hier hin. So. Feuerwache macht aber auch hier noch Sinn. So. Aber ich brauche trotzdem einen Ingenieur. Jagdhütte, Vorhersageturm, Krankenhaus. Aber warte mal, wir haben auch noch, ich sehe gerade. Steinbrüche, Schuhe. Durch den Schutz ihrer Füße können die Nuggets weiter und leichter reisen und werden nicht zur Mahlzeit von Raubtieren. Das ist praktisch. Ausdauer. Diese genetische Veränderung macht die Nuggets ein bisschen widerstandsfähiger und gibt ihnen zusätzliche Energie für die Arbeit. Okay. Gruppenmahlzeiten. Einer deiner Nuggets hat sich beim anderen über das Essen beschwert. Dies war der Beginn von Gruppenmahlzeiten. Deine Nuggets können jetzt fröhlich mit ihren Freunden Zeit verbringen, während sie essen. Auch gut. So. Trotzdem weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich das nicht so...
Was ist das hier? Achso, Schöpferkräfte, ja. Tierhof. Hä? Kurierhütte? Nein, das ist nicht das, was ich suche. Holzrefinerie, Glas, Zementstabel. Nee. Das ist auch nicht das, was ich suche. Aber vielleicht können wir hiervon nochmal einen zweiten bauen, ne? Örtliches Geschäft haben wir, glaube ich, schon gemacht, oder? Ist das hier nicht das örtliche Geschäft? Ja, Eidechsenbonbons, stimmt. Sleepy Spring Park, ne? Ach, ich glaube, ich weiß jetzt auch warum. Ach ja. Oh nein. Warte mal. Schutzkoppel, wo ist sie? Wo sind die? Da. Ach, was? Das wusste ich nicht. Na gut, aber vielleicht wird das ja auch nicht erwischt. Ach, was ist denn das hier? Lass doch mal auf, meine Leute da. Und einmal verjüngen. Zack. Wollt ihr meine Leute da abholen? Ja, aber warum geht ihr denn nicht außenrum? Ich verstehe die nicht, ne? Nuggets. Was ist das hier? Tiefpumpe. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, wo ist denn der Ingenieur? Und wo kommt... Warte mal. Ach so. Die haben uns eine Kiste hinterlassen. Telekinese. Fängt das hier gerade an zu brennen? Nein, doch. Was passiert denn hier gerade? Und wo passiert hier irgendwas? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Eisenbergwerk wird im Moment nur für ein Stückchen Schnur. Verjüngen? Was ist das? Sehr niedrig. Zufriedenheitslevel gerade sehr niedrig. Gott, Aktionen. Ja, okay. Jetzt müsstet ihr aber eigentlich wieder zufrieden sein, oder? Restaurant fängt jetzt gerade nicht an zu brennen. Achso, was ist denn hier? Ist gerade jetzt wieder religiöser Fokus. Senkung der Materialkosten ist vielleicht nicht so verkehrt. Wissenschaftlicher Fokus. Die geringe Qualität der Materialien führt zu einem erhöhten Gebäudeverfall. Der Gebäudeverfall ist um 1 pro Sekunde gestiegen. Wie, das ist auch blöd. Nuggets konzentrieren sich mehr auf die Forschung und als auf Religion. Nehmen wir das. Oh, gerade mögen die uns überhaupt nicht, ne? Feuersturm steht bevor. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Oh nein, oh nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Kann
kann ich hier nochmal einen Fahrstuhleffekt machen? So hier hin. Das geht natürlich nicht, ne? Eine Schutzkuppel. Warum kann ich gerade keine Kuppel machen? Ach, weil das nicht geht. Anscheinend, wa? Gar nicht gut. Achso, das müssen wir auch gleich nochmal machen. Okay, also. Vergangenheits-Juna wird uns hassen. Nee, Zukunfts-Juna wird uns hassen, so rum. Weil wieder hinterlasse ich sie im größten Chaos. Aber ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Mal gucken, wie das hier so weitergeht mit dem Feuersturm. Ich weiß es noch nicht. Ich sage auf jeden Fall erstmal Tschüss.